Ja, wir sind beim Besten aus dem Katalog und das ist ein echter Bestseller bei uns. Ja. Jedes Mal, wenn wir den vorführen, kaufen die Leute den wie verrückt, weil es so ein tolles Produkt ist. Schauen Sie mal, das ist ein Wörterbuch. Und wir haben einen Übersetzer, einen Echtzeitübersetzer. Ja, das Wörterbuch ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir haben ja jetzt auch unsere Übersetzer, die das für Sie übernehmen können. Ne? Haben Sie auch schon mal ein Set kaputt gemacht? Вы когда-нибудь разбивали набор? Ich habe nicht das Set kaputt gemacht. Ich habe unser Wörterbuch befreit. Ja, liebe Zuschauer, wir reden über einen Simultanübersetzer. Wenn man nämlich eine Reise tut, dann kann man was erleben, aber nur dann, wenn man sich natürlich auch manierlich verständigen kann. Wenn man kommunizieren kann mit seinem Gegenüber. Und ich behaupte mal, der ein oder andere ist des Englischen vielleicht noch mächtig, ist aber dann vielleicht auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja, so typische Schulenglisch, so yes, no und maybe. Dann hört es aber auch mitunter schon wieder auf. Und ich war ja lange Zeit auf dem Schiff, da hatten wir fast an die 40 verschiedene Nationen. Und da hätte ich so einen kleinen Simultanübersetzer sicherlich mehr als einmal hervorragend gebrauchen können. Mhm. Wenn Sie in den Urlaub fahren oder grundsätzlich andere Länder bereisen, ist es doch schöner, glaube ich, wenn man nicht versucht mit Händen und Füßen oder irgendwie mit Bildchen malen oder mit zeigen oder sonst irgendwas, sondern in einer vernünftigen Sprache zu kommunizieren. Ich glaube, man kommt sich da wesentlich näher, auf welche Art und Weise auch immer. Und es gibt auch unterschiedliche Situationen, wo Ihnen sicherlich mal so ein kleiner Übersetzer sehr, sehr hilfreich erscheint. Kann. Übrigens geht das nicht nur mit dem gesprochenen Wort, sondern auch mit dem geschriebenen Wort. Das wollen wir Ihnen natürlich gleich auch noch mal zeigen. Jetzt haben wir hier eine junge Dame sitzen, die natürlich des Russischen mächtig ist. Und da dieser erste kleine Simultanübersetzer 106 Sprachen kann, ist da natürlich auch Russisch mit dabei. Und das wollen wir doch jetzt mal testen. Mhm. Moment, so aus, Augenblick. Einschalten sollten Sie ihn. So. Hallo, schöne Frau. Wo haben Sie dieses wunderschöne Kleid her? Nein, nochmal. Nochmal? Ja. Wollt ihr nicht? Oder hast du nicht verstanden? Ja. Nein, du musst nochmal. Nee, ich versuch's nochmal. Alles auf Anfang, dann schneiden wir raus. Hallo, schöne Frau. Wo haben Sie dieses wunderschöne Kleid her? Привет, красавица. Откуда у тебя это красивое платье? Ein leichtes Lächeln habe ich schon mal geerntet. Haben Sie gesehen? So macht man das hier. So, jetzt bin ich die Antwort gespannt. Здравствуйте, красивый мужчина. Это платье досталось мне в подарок. Hallo, schöner Mann. Oh. Ich habe dieses Kleid geschenkt bekommen. Das siehst du. Was gebe ich denn da jetzt für eine Antwort drauf, ohne dass es jetzt verfänglich wird, liebe Zuschauer? Ja? Hallo, schöner Mann. Ja, ja. Ich habe dieses Kleid. Da kannst du nicht vom Russen hören. Ich wollte einfach Moment, achten Sie aber ruhig. Hallo, schöner Mann. Ah, ist das schön. Sie merken aber, liebe Zuschauer. Gefällt mir jetzt schon so ein simultaner Übersetzer, muss ich zugeben. Liebe Zuschauer, Sie sehen, wie einfach das funktioniert. Sie haben, um das einfach mal ganz kurz zu beschreiben, wie das funktioniert hier, Sie haben natürlich auf dem Startbildschirm die Sprache, die Sie gerne, oder Ihre Sprache, in dem Fall haben wir natürlich Deutsch eingestellt, und Sie können auf der anderen Seite, das kann man auch gerne mal zeigen, ganz einfach hier alphabetisch sortiert die Sprache, in die Sie übersetzen möchten. Und wenn Sie jetzt übersetzen möchten, dann gehen Sie ganz einfach hin und drücken hier den oberen Knopf für Deutsch sprechen in einer ganz normalen Sprache, also nicht Hallo, guten Tag, wo geht es hier zum Bahnhof? Das ist eine Maschine. Sie können ganz normal sprechen, so wie Sie das sonst an anderer Stelle auch gewohnt sind. Ja. Und Ihr Gegenüber kann ganz einfach mit einem Tastendruck auf den unteren Knopf in der entsprechenden Sprache antworten und es wird dann für Sie ins Deutsche übersetzt. So einfach kann das sein. Noch ein kleines Beispiel für Sie, vielleicht noch mal ins Russische übersetzt. Kennen Sie vielleicht ein gutes Restaurant ganz in der Nähe? Вы знаете хороший ресторан поблизости? Да, конечно, здесь много хороших ресторанов. Какую кухню вы предпочитаете? Jetzt bin ich gespannt. Natürlich gibt es hier viele gute Restaurants. Welche Küche bevorzugen Sie? Also Russisch ist so eine Sprache, da könnte man überhaupt nicht raus. Das ist es gerade. Weißt du, im Französischen, im Spanischen, im Italienischen kann man noch zumindest irgendwo sinngemäß noch irgendwas erahnen, was noch meilenweit von einer Kommunikation im weitesten Sinne entfernt ist. Ja? Aber im Russischen oder im Chinesischen, asiatische Sprachen im Allgemeinen, es gibt so viele Sprachen, bei denen man noch nicht mal vom Wortlaut oder irgendetwas in dieser Richtung irgendwas erahnen könnte. Ja. Und damit sind Sie natürlich auf der absolut sicheren Seite. Und Sie sehen, wir können hier ganz flüssig miteinander kommunizieren. Es wird vom Deutschen ins Russische übersetzt und natürlich auch vom Russischen wieder ins Deutsche zurück. Und das können natürlich auch mal ganz andere Dinge sein. Das kann zum Beispiel auch mal sein, Entschuldigung,
Können Sie mir sagen, wo ich hier einen Arzt finden kann? Извините, вы можете сказать мне, где я могу найти доктора здесь? Ja, wenn mal irgendwas sein sollte, es ist mal etwas passiert und Sie müssen schnell Hilfe holen. Да, конечно. Что у вас болит? Ja, natürlich. Was dir weh tut. Ich habe da so ein leichtes Ziehen in meinem Kopf. Ja, vielleicht können Sie mir dabei helfen, junge Frau. Nein, merken, wir machen natürlich jetzt unsere Späßchen hier, liebe Zuschauer. Es gibt so unglaublich viele Situationen und der ein oder andere wird sicherlich schon mal in einer Situation gewesen sein. Das geht am Flughafen los, Sie kommen am Urlaubsort irgendwo an und suchen ein Taxi. Jetzt wollen Sie sich verständigen, im Russischen, im Chinesischen, im Kroatischen. Eine gute Freundin von mir macht im Moment Urlaub in Kroatien. Die sagte auch, es ist schwierig, da tatsächlich zu kommunizieren. Ja, mit dem Englischen kommt man nicht weiter. Ja, ja. Die Landessprache kann sie nicht, also kann sie sich eigentlich nur mit Händen und Füßen behelfen oder sucht bei Google irgendwelche Bildchen von einem Taxi oder von einem Flughafen oder von einem italienischen Restaurant oder sowas heraus. Da ist natürlich so ein Simultanübersetzer deutlich besser. 106 Sprachen hast du hier zur Verfügung und Aha. die kannst du natürlich dann weltweit einsetzen. Ich wüsste jetzt aktuell gar nicht, wie viele Sprachen es im Allgemeinen gibt, aber ich glaube, damit kommt man schon ein ganz ordentliches Stück weiter. Ja, vor allem, du brauchst nicht 106 dieser Bücher mit dir rumzuschleppen. Und jetzt mal nur so ein Satz. Wo kann ich einen Arzt finden? Ja. Musst du erst mal 6 Wörter dir raussuchen, kriegst du grammatikalisch da eben gar nicht hin. Ja. Ne? Und das klingt ist ja wirklich... Ja, du hast ja gehört, also du hast ganz normal gesprochen, Diana hat auf Russisch ganz normal... Ja. Diana, du hast ganz normal gesprochen, nehme ich an. Ja, das ist sehr, sehr einfach. Übrigens, ich habe auch diesen Buch, Deutsch-Russisch, und das sieht genauso aus genau, bei mir. Genau, so ein Wälzer, oder? Ja. Mit Bibelseiten und drin. Mit Grammatik, das ist sehr, sehr schwer, das macht keinen Sinn. Also das ist die Beste, was... Der kann eben komplexe Übersetzungen und ist eben grammatikalisch auch vernünftig. Ja, pass auf. Ich habe jetzt hier mal eine sehr schöne Geschichte, denn wir haben noch eine weitere Funktion. Und Sie haben hier im hinteren Teil dieses Simultanübersetzers natürlich auch schon die Kamera gesehen. Und die lässt sich jetzt natürlich ganz einfach einschalten. Zack, so. Jetzt haben Sie die Kamera hier eingeschaltet. Die ist aber nicht etwa für Urlaubsbilder gedacht, auch wenn es noch so verlockend ist. Dafür hat man in der Regel vielleicht andere Möglichkeiten. Man hat hier... ganz einfach eine Möglichkeit, zum Beispiel mal einen geschriebenen Text abzufotografieren. Das heißt, das geschriebene Wort wird Ihnen hier ganz einfach übersetzt. Und ich habe jetzt hier mal aus dem Spanischen heraus eine spanische Speisekarte. Ja, also Ay Caramba oder La Playa oder sowas, alles kriegt man vielleicht noch hin. Aber bei sowas wird es tatsächlich schon etwas eng werden. Was zur Hölle ist das? 20 Molcarete. Also es kostet 20 Euro. Es ist Molcajete oder so ähnlich. Carne Asada, wahrscheinlich irgendwas mit Fleisch. Aber jetzt habe ich tatsächlich irgendeine Allergie oder muss auf irgendetwas aufpassen oder vertrage irgendetwas nicht. Dann gehe ich hier hin. Stelle mir das jetzt hier natürlich vom Spanischen ins Deutsche ein. Auch da habe ich die unterschiedlichsten Sprachen zur Auswahl. Wird alles alphabetisch sortiert. Und jetzt gehe ich hin und fotografiere diesen Text ganz einfach ab. So, halte das drüber. Moment. Zack. So, und jetzt sehen Sie, wie das Gerät arbeitet. Das heißt, jetzt in dem Moment wird das geschriebene Wort ganz einfach übersetzt vom Spanischen ins Deutsche. Da ist der Text schon. Und jetzt hören wir mal rein, was das ist. Molcajete 520 Roastbeef, gegrilltes Hühnchen, Chorizo-Garnelen und Käse, serviert auf Soße, begleitet von geröstetem Nopel. Ja. Ich kriege Hunger. Das wäre eine Idee, oder? Ja. So, fragen wir gleich nochmal nach. Würden Sie spanische Küche bevorzugen, junge Frau? Ich habe nicht mal Spanisch verstanden. Sie sehen, wie die Sprachen miteinander vermischt werden können? Да, конечно. Я бы не отказалась от хорошей паэльи. Ich glaube, es hat was mit Paella Natürlich zu tun. Natürlich würde ich mich über eine gute Paella freuen. Siehst du? Ja, zack, siehst du? Und schon bist du im Gespräch und schon hat man natürlich mit einem Menschen, mit dem man wahrscheinlich vorher nur mit Händen und Füßen kommunizieren konnte, eine vernünftige und vor allen Dingen zivilisierte Kommunikation aufrechterhalten. Das geht genauso gut, wenn Sie jetzt mit irgendwelchen Verträgen zum Beispiel Schwierigkeiten haben. Ich habe jetzt hier auch mal so einen Auszug aus einem spanischen Dokument. Ich erspare Ihnen da die Einzelheiten. Das kann natürlich auch mal ein Mietvertrag für ein Auto sein oder irgendwelche Bedingungen, die man irgendwo unterschreiben muss. Wenn ich die Sprache aber nicht kann, habe ich damit natürlich ein Riesenproblem. Jetzt fotografiere ich das einfach ab, es wird mir entsprechend übersetzt und ich weiß ganz genau, um was es geht. Und das in 106 Sprachen. Ich halte das für einen unverzichtbaren Begleiter in jedem Urlaubsort. Ja, natürlich. Also einerseits natürlich, um jetzt Schilder, Zeichen, Menüs, alles Mögliche lesen zu können. Aber du kannst ja richtig kommunizieren. Ja. Man redet ja ganz anders, wenn man eben nicht sich nur auf die 10 Wörter, die man vielleicht sich irgendwo zusammenklaubt,
reden kann. Man kann ja richtig in Kontakt mit, ja, den Einheimischen kommen und Kontakte knüpfen, ja, richtig. Ne? Anderes Beispiel, Sie möchten sich Sehenswürdigkeiten zum Beispiel anschauen. Jetzt sehen, ja, Sie diese Tafel, das ist jetzt mal im Kroatischen gemacht. Das weiß der liebe Himmel, was das heißt. Ich bin in Krk, KRK, das kann ich also noch einigermaßen erkennen, das weiß ich natürlich auch noch. Und jetzt gehe ich ganz einfach hin und fotografiere mir das ab, während wir vielleicht ganz einfach mal gucken. So, Sekunde, zack, jetzt stelle ich mir das auf Kroatisch ein, alphabetisch sortiert, H-I-J-K, wo ist kroatische Sprache, da ist sie. So, und jetzt fotografiere ich mir das Ganze ab und dann weiß ich natürlich relativ schnell, ob das eine Sehenswürdigkeit ist. Ich sag schon mal die Bestellnummer, wenn du das machst. Sehr gerne. Das ist die NX4668569. Der TV-Sonderpreis hier ist 129,99 €, ist ein Joker. Und bei Pearl.de kostet es normalerweise 149,99 €. Das heißt, ja, jetzt sparen Sie 20 Euro in den nächsten zwei Stunden. NX4668569. Ja. Was steht auf dem Schild? Sag's noch schnell. Moment. Kroatienministerium für Schifffahrt, Verkehr und Infrastruktur, Navigation, SICHERHEITSV. Ja, und das der Rest ist dann so übersetzt. Aber das heißt für mich, das ist ein Ministerium, also keine Sehenswürdigkeit. Das heißt, in Badeschlappen und Badehose würde ich nicht ins Ministerium für Schifffahrt reinmarschieren. Wahrscheinlich nicht. Dann gehe ich vielleicht nochmal zwei Stunden weiter. Festnehmen. Ich lasse wahrscheinlich, glaube ich, kroatische Sicherheitsverwahrung so toll finden würde, wage ich an dieser Stelle zu bezweifeln. Wir haben noch ein zweites Gerät, das ist Spitzenklasse. Aha. Funktioniert natürlich super, wenn man irgendwo im WLAN unterwegs ist. Sie kennen das, diese Hotspots am Flughafen, im Hotel und so weiter, in Restaurants sind heutzutage weltweit übrigens nahezu absolut Usus. Ja, also völlig normal. Jetzt haben wir noch ein zweites Gerät und das ist deswegen so klasse und empfehlenswert, weil Sie mit dem zweiten Gerät also ganz einfach also auch über das mobile Internet arbeiten können. Das heißt, hier kommt eine SIM-Karte rein, eine Nano-SIM-Karte, wie Sie das von Ihrem Handy auch kennen. Was wird denn jetzt oder eingestellt? WLAN, ne? Ja. oder WLAN. Oder WLAN natürlich. Ja, ja. Bitte, was war das? Ich weiß nicht, du musst Sprache anwenden. So, die Sprache. Also ich möchte vom, das war Kroatisch, was du mir eingestellt hast. Ich weiß nicht. Moment, ich geh mal eben hier. Warte mal, das ist, was hatten wir hier eben? Nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel raus. Ich habe hier nämlich noch Thailändisch. Das Ganze funktioniert natürlich mit diesem simultanen Übersetzer auch, was das geschriebene Wort, was das gesprochene Wort betrifft, aber eben auch was das geschriebene betrifft. Jetzt habe ich hier Thailändisch. Viele machen Urlaub in Fernost. Thailand ist da ein sehr beliebtes Urlaubsziel, aber wenn ich mir das hier so anschaue, das sieht alles recht appetitlich aus, aber ich habe keine Ahnung, was das unterm Strich ist, was ich da eigentlich zu mir nehme. Mhm. Vielleicht habe ich eine Laktoseallergie oder eine Intoleranz oder Erdnüsse, Gluten, ja viele, all, ne, sowas eben. Ja, es sind verschiedenste Dinge denkbar. Und jetzt gehe ich ganz einfach hin und weiß, es ist Thailändisch. Das heißt, ich gucke mal, wo habe ich Thailändisch? Unter T. Und da wollen wir uns das Ganze mal übersetzen lassen. A, B, C, D, E, F, G. Das sind Buchstaben, mit denen wir nichts anfangen können. Das ist nicht lateinische Schrift, sondern eben thailändisch. Ja, ich hätte keine Ahnung, was das bedeutet hier. Ja, und damit kann man das jetzt eben übersetzen, egal wo man ist auf der Welt. Das ist Deutsch. Ja, das Tolle, ja, weil wir hier eben die ganze Welt abgedeckt haben mit Sprachen. Ja, Moment, ich muss noch mal eben rübergehen. Ich hatte die falsche Ding. Moment, wo ist es? So, thailändisch. Ich suche noch. Ja, das ist natürlich bei über 100 Sprachen schwierig. Das ist wahrscheinlich die Hauptgeschichte, also das, bis man die Sprache gefunden hat. Gut, sind Sie in einem Urlaubsland? Sie reisen ja nicht innerhalb von einem Tag oder von einer Stunde zur anderen durch verschiedene Urlaubsländer raus. Das heißt, Sie sind hier relativ schnell unterwegs. Ich finde den hier super, weil der natürlich auch noch ein bisschen von der Verarbeitungsqualität, aber von der Materialauswahl sehr interessant ist. Das heißt, wir haben hier ein Vollmetallgehäuse, liegt super in der Hand. Das Mikrofon, was hier drin ist, nimmt also auch nochmal die Umgebungsgeräusche raus. Wenn Sie zum Beispiel an der belebten Hauptstraße stehen und kommunizieren möchten, ist es für so ein Gerät mitunter schwierig, da den Autolärm oder das Gemurmel von anderen Stimmen rauszufiltern. Der kann das ganz hervorragend. Die Sprachwiedergabe ist einfach sensationell. Und jetzt gehen wir hier nochmal vom Deutschen ins Russische. Moment, Deutsch, wo haben wir es? Ist natürlich auch mit den Fahnen bebildert. Denkbar einfach gemacht. Und gehen nochmal auf das Russische. J-K-L-M-N-O-P-Q, J-K-L-M-N-O-P-Q, Russisch da. So. Ich ja, ja, ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei. So. Kennen Sie denn ein gutes spanisches Restaurant in der Nähe? Вы знаете хороший испанский ресторан поблизости? Jetzt bin ich mal gespannt, ob da was kommt. Wir führen die Kommunikation ganz einfach mal weiter, nur mit einem anderen Gerät. Да, на соседней улице вы можете найти отличный испанский ресторан. Ja, in der nächsten Straße findet man ein tolles spanisches Restaurant.
Das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie hören natürlich das gesprochene Wort. Und es ist nicht so, wie gesagt, dass wir jetzt in irgendwelchen abgehackten Sätzen sprechen müssen. Das heißt, wir können ganz normal, einen ganz normalen Sprachgebrauch, selbst mit einem leichten Dialekt hat er das, versteht er das hier. Ich habe es mit Kölsch also auch mal versucht, mit einem leichten kölschen Ansatz. Er versteht es. Und das Schöne ist, Sie haben das geschriebene Wort ebenfalls mit dabei. Natürlich ist immer das Thema auch in der deutschen Sprache ja nicht anders. Wenn man sprachliche Barrieren hat, natürlich noch komplizierter. Aha. Das Thema Missverständnisse in der Sprache. Der eine sagt etwas und der andere versteht etwas völlig falsch. Ja. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie brauchen hier kein Ingenieurstudium oder keine Sprachwissenschaft studiert zu haben. Es reicht einfach aus, wenn Sie hier das Menü aufrufen. Sie sehen alles hier für die Kommunikation. Sie können hier die Einstellungen vornehmen, zum Beispiel, wenn Sie das Display länger anlassen möchten oder weniger lang. Sie können die Sprache auswählen und natürlich auch jederzeit ganz einfach über die Kamera gehen. Das ist sogar Bewegung oder berührungsintensiv hier dieses Display. Und damit sind Sie jederzeit bestens aufgehoben. So macht das ganz einfach Spaß. Und auch in Deutschland selber, im eigenen Land, kommt man sicherlich mal gut weiter. Ja. Ich hatte letztens mal einen Handwerker da, der kam aus Polen, ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen. Es war schwierig, mit ihm zu kommunizieren. Ja. Ich kann kein Polnisch, er konnte schlechtes Deutsch. Und ihm da tatsächlich klarzumachen, wie das laufen sollte, war etwas schwierig. Das Gleiche gilt für das Türkische beispielsweise. Ja. Viele Mitbürger kommen aus der Türkei, haben so diesen leicht türkischen Touch mit dabei. Auch da kann man natürlich auch im eigenen Land hervorragend kommunizieren. Ja, es ist ein super Gerät. Es ist vor allem ein Standalone-Gerät, das heißt es. Das heißt, Sie brauchen nichts anderes dazu, außer dieses Gerät ist super gemacht, super einfach zu bedienen. Wir schauen mal auf pearl.de, was es da kostet. Und da können Sie sehen, dass Sie heute in den nächsten 2 Stunden 20 Euro sparen, weil Sie jetzt Pearl TV schauen. Der UVP liegt hier bei 300 Euro und hier kriegen Sie es jetzt, also tatsächlich für die Hälfte. Unglaublich, eben auch an Schülerdenken, es ist super zum Sprachenlernen. Ein weiterer Joker hier, unser Echtzeitsprachübersetzer hat die Bestellnummer NX4906569. Beide Sprachübersetzer sind übrigens ganz einfach mitzunehmen. Die sind kaum so groß wie ein Handy. Kann man einfach hier in die Brusttasche stecken, hat man überall dabei. Ne? Hat man Meinen überall. Sie denn, der komische Kollege zu meiner Rechten würde uns mal das Zubehör zeigen? Как вы думаете, странный коллега справа от меня покажет нам аксессуары? Аксессуары? Das ging ja alle mal schön, ne? Я заметила, как он положил переводчик себе в карман. Ich bemerkte, wie er den Übersetzer in seine Tasche steckte. Sie hat auch nicht mit Hallo, schöner Mann angefangen. Das kränkt mich jetzt. Ja, da machst du mal Gedanken drüber. Sagen, ne? Also, wir haben noch ein bisschen Zubehör, na klar. Wir haben diese tolle Mikrofasertasche zum Aufbewahren und natürlich auch, schauen Sie mal, das können Sie sogar zum Saubermachen benutzen hier, weil das ist natürlich Touchscreen und wenn da mal Fingerabdrücke drauf sind, wischen Sie es einfach damit ab und schon ist es wieder sauber. Ja. 4,74 Euro und die Bestellnummer, sage ich noch, das ist die PE3806. Natürlich braucht der Strom, es hat einen Akku, der hält auch sehr lange, aber zwischendurch muss er mal mit einem Ladekabel, was wir natürlich mitliefern, geladen werden. Da haben wir dieses tolle USB-Netzteil dabei. Ja. Und das ist übrigens interessant, gerade wenn Sie im Ausland sind, das ist das meistvergessene Teil, was man auf Reisen vergisst, in Hotelzimmern und überall. Ja. Ich bin immer noch gekränkt mit dem Hallo, schöner Mann, dass das nicht kann, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also, das USB-Netzteil am besten dazu bestellen, 5,69 Euro. Die Bestellnummer ist die SD2201569. Das macht immer Spaß, diese Sprachübersetzer vorzustellen. Absolut. Wollen wir denn die Sendung mit einem schönen Kompliment für den netten Kollegen abschließen? Mit einem was? Хотим закончить шоу приятным комплиментом в адрес милого коллеги. Der hat dich verstanden und ich nicht. Was mache ich hier überhaupt? Jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt, was kommt. Achtung. Ich kann so nicht arbeiten. Moment. Moment. Мои дорогие коллеги, я думаю, что вы оба очень красивые мужчины. Jetzt Achtung. Jetzt pass auf, Achtung. Meine lieben Kollegen, ich finde, ihr seid beide sehr hübsche Männer. Hübsche Männer. Das ist so. Hat dich das jetzt persönlich gestimmt? Vielen Dank, Diana. Ich bin aber auch wirklich sehr begeistert hier. Unser erster Übersetzer. Tu den mal ruhig da raus. Ist der schon wieder raus? Ich habe ihn schon wieder rausgelegt. Okay. Ich bin ja hier im Kamera. Edith hat zugegriffen, schon beim ersten Übersetzer. Alles richtig gemacht, Edith. Sie werden ihn lieben auf Reisen, egal wo. 2 Stunden gilt der Preis. Seien Sie schnell. Viel Spaß damit.